Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 20. Sie sind die Rebellen gegen das Licht. Sie nehmen seine Wege nicht wahr, bleiben nicht auf seinen Pfaden. Hiob, Kapitel 24, Vers 13. Wittgensteins Gedanken rasten, während er mit den Beutereitern die Stufen hinuntereilte. Dort unten befand sich wahrscheinlich nicht nur Ebenezer oder das, was von ihm übrig geblieben war, sondern er würde auch endlich auf Hiob treffen. Das einzige Problem war nur, dass er sich gerade mitten unter jener Rotte von Beutereitern befand, die er damals in Rhodes vergiftet hatte. Bislang hatten sie ihn wegen der Augenklappe und des schlechten Lichtes noch nicht erkannt, aber Wittgenstein war sich sicher, dass sich das bei nächster Gelegenheit ändern würde. Da er jedoch nicht bereit war, umzukehren, hoffte er, diesen Moment so lange wie möglich hinauszögern zu können. Wenn er zuvor gut mit den Beutereitern kooperierte und ihnen im Kampf gegen die Versuchten beistand, würde er hoffentlich seinen Hals aus der Schlinge ziehen können. Und da war noch etwas. Es hatte fast so geklungen, als kämpfe der Kompteur der Beutereiter Seite an Seite mit dem flügellosen Engel. Aber sollte Hiob nicht der Gefangene dieser Leute sein? Und wenn schon, ihm konnte das egal sein. Mit etwas Glück würde er Hiob bald zu Irene zurückbringen und den Rest des Geldes einstreichen können, das sie ihm versprochen hatte. Was Ebenezer anging, war er mittlerweile so gut wie überzeugt, dass es doch der Kaufmann selbst gewesen war, der in seiner Besessenheit den jungen Nathan erschlagen hatte. Wenn es ihm gelang, ihn irgendwie der Gerichtsbarkeit der Kirche zu überantworten, würde er vielleicht auch die von Grigor in Aussicht gestellte zweite Rate bekommen. Andererseits sah es ganz so aus, als würde er die Sache von sich alleine regeln. Aber vielleicht ließ sich auch da noch ein Kapitel oder ein Kapital herausschlagen. Die Beutereiter wussten offenbar genau, wohin sie wollten. Zielstrebig folgten sie der steinernen Treppe bis ganz nach unten, liefen dann durch einen breiten Flur auf den Kampfeslärm zu, der schon im Treppenhaus deutlich zu hören gewesen war. »Dort hinein«, wies die Anführerin sie an und deutete auf die Tür, auf die sie geradewegs zuliefen. Hinter der Tür befand sich ein würfelförmiger Raum, der zu beiden Seiten durch Türen mit weiteren Räumen verbunden war. Wittgenstein und die Beutereiter stürzten durch die Türen und durchquerten noch weitere gleichartige Räume, deren eine Wand immer aus einem seltsam spiegelnden schwarzen Material bestand. Die Schreie und das Waffengeklirr vor ihnen wurde immer lauter. Als sie den Schauplatz des Kampfes erreichten, bot sich ihnen ein verwirrendes Bild. Der Raum vor ihnen schien komplett mit kämpfenden Augen angefüllt zu sein. Engel mit Schlamm und Blut verschmiertem Gefieder rangen mit höllischem Zwitterwesen aus Mensch und Insekt. Schwarze, gekrümmte Klauen hieben nach weißem Fleisch und zerfetzten Knochen und Gefieder. Schwerter und Dolche blitzten im diffusen Licht. Irgendwo inmitten des Gedränges konnte Wittgenstein einen flügellosen Engel erkennen, der verzweifelt versuchte, sich mit einer Lanze Luft zu verschaffen. Langsam kam es Liefers in den Sinn, dass es ziemlich idiotisch gewesen sein könnte, sich an Hiobs Seite den Rameliten entgegenzustellen. Auch wenn es ihm in einem Moment der Überraschung gelungen war, einen der Engel zu verwunden, war er ihnen eigentlich nicht gewachsen. Er hoffte, dass es ihm dennoch gelingen würde, Hiob eine Hilfe zu sein. Er musste einfach versuchen, so dicht wie möglich bei ihm zu bleiben und jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, die Deckung der Angreifer zu durchbrechen. Ihr einziges Glück war, dass die Rameliten diese Sache offenbar allein regeln wollten. Hätten sie jetzt einer kompletten Schar gegenübergestanden, hätte die Sache ganz anders ausgesehen. Hiob und er hatten noch kein Wort gewechselt, seit er dem flügellosen Rameliten zu Hilfe geeilt war. Sie konzentrierten sich nur auf die auf sie eindringenden Gegner. Diese hielten sich noch zurück und führten nur ein paar leichte Scheinangriffe. Aber Eliphas wusste, dass sich das jeden Augenblick ändern konnte.
Die neuen Angreifer platzten im selben Moment herein, als Hiob und Eliphas zum Gegenangriff übergingen. Plötzlich war der gesamte Raum nur noch von einem einzigen, unübersichtlichen Handgemenge erfüllt und Eliphas musste all sein Geschick aufbringen, um die gezielten und zufälligen Angriffe abzuwehren, die von allen Seiten auf ihn niederprasselten. Doch zum Glück gelang es diesmal Hiob, ihn wiederzufinden und in den Schutz seiner wirbelnden Lanze zu holen. »Wir müssen das Buch finden«, keuchte der Ragolit, »und dann so schnell wie möglich verschwinden. Das sind Versuchte und ich bin mir sicher, dass auch sie hinter dem Ordensbuch her sind.« Jetzt bemerkte auch der Kompteur, dass die Neuankömmlinge nicht ganz menschlich waren. Manche von ihnen hatten keine Hände, sondern schwarze Klauen, und einer hatte statt einer Zunge einen langen, spitzen Dorn, den er pfeilschnell immer wieder aus seinem Mund hervorschnellen ließ. »Hast du das Buch gesehen?« keuchte Eliphas, während er dem Schwertstich eines Rameliten auswich. »Ich glaube, als ich hereinkam, hing noch ein Beutel am Gürtel des toten Ragoliten, aber jetzt kann ich ihn nirgends mehr entdecken. Wir müssen die Augen offen halten.« »Gut, und dann nichts wie raus hier.« Gemeinsam wichen die beiden langsam auf einen Schutthaufen zurück. »Sieh du dich nach dem Buch um«, wies Hiob ihn an. »Ich werde uns verteidigen.« Eliphas nickte zustimmend und ließ sich neben Hiob in die Hocke nieder. So konnte der Ragolit mit der langen Vibrolanze am besten über ihn hinweg die Angriffe der Engel und Dämonen abwehren. Aufmerksam ließ der Kompteur seinen Blick durch den Raum schweifen. Es war schwer, in dem hektischen Kampfgetümmel überhaupt etwas zu entdecken. Das einzige Licht stammte von den Laternen an den Gürteln der Kämpfenden und die bewegten sich so schnell hin und her, dass der ganze Raum in ein beständiges Flackern gehüllt war. Wie sollte er nur so das Buch finden? Er wusste ja noch nicht einmal, wonach er genau suchen musste. Plötzlich wurde Eliphas Aufmerksamkeit auf den Eingang des Raumes gelenkt. Soeben tauchten dort weitere Gestalten auf. Seine Beutereiter. Hatte Francetta etwa seine Befehle missachtet? Oder war etwas anderes geschehen? Es blieb ihm keine Zeit, darüber nachzudenken, denn neben den Beutereitern hatte er an der Tür jenen Templer entdeckt, den er bei seiner Ankunft kurz bei den Engeln gesehen hatte. Und dieser trug ein großes Futteral am Gürtel. Darin musste sich das gesuchte Ordensbuch befinden. »Hiob, der Mann drüben bei der Tür, an seinem Gürtel.« »Das Buch«, antwortete der Ragolit, »wir müssen ihn aufhalten.« Seit sie sich auf den Schutthaufen zurückgezogen hatten, hatte der flügellose Ragolit sich damit begnügt, alle Angriffe nur abzuwehren. Jetzt ging er unvermittelt wieder selbst zum Angriff über. In einer blitzschnellen Bewegung stieß er mit der Vibrolanze nach einem der Versuchten und trennte ihm mit dem Stich beinahe den Kopf vom Rumpf. Sofort versetzte er dem zuckenden Körper einen Tritt, sodass er hintenüber in das Handgemenge vor ihm stürzte. »Los!« schrie er und war auch schon mit einem Sprung an den verknäulten Leibern vorbei und auf dem Weg zur Tür. Geduckt hastete Eliphas hinter ihm her, sein Schwert schützend erhoben. »Francetta, der Templer!« brüllte er noch im Laufen, konnte jedoch nicht sehen, ob die Rottmeisterin ihn verstanden hatte. Dann standen sie auf einmal an der Tür und Hiob hielt triumphierend das Futteral mit dem Ordensbuch in der linken Hand. Er hatte den Templer mit einem einzigen gezielten Hieb den stumpfen Ende seiner Waffe zu Boden gestreckt. Im nächsten Moment gefror das Lächeln des Ragoliten. »Die Glaswand! Wir müssen hier augenblicklich raus!« Zuerst verstand Eliphas nicht, was er meinte. Doch dann sah er es. Dicht an die Glaswand gedrängt, kämpfte einer der Rameliten mit zwei Versuchten. Ihre Facettenaugen blitzten im Halbdunkel. Immer wieder wich er ihren wütenden Angriffen aus und ließ die Angreifer mit voller Wucht gegen das schwarze Glas prallen. Mit jedem Aufprall wurde das Spinnennetz der Risse in der Scheibe größer und größer. Tatsächlich schien es bereits von ganz allein zu wachsen. »Verdammt«, rief auch Eliphas jetzt aus, »nicht mehr lange und hier steht alles unter Wasser. Lauft um euer Leben!« Doch kaum hatte er sich umgewandt, um hinter den Beutereitern her zur Treppe zu laufen, packte ihn jemand am Fuß. Es war der ramelitische Templer. Sein Gesicht war hassverzerrt. »Verräter!« Doch bevor Eliphas reagieren konnte, war Hiob zur Stelle. Mit einem präzisen Stoß der Vibrolanze durchtrennte er den Arm des Templers an der Schulter und riss Eliphas mit sich in den nächsten Raum. Hinter ihnen wurde der Lärm des Kampfes von den lauten Schmerzensschreien des Templers übertönt. Sie erreichten tatsächlich trockenen Fußes das obere Ende der Treppe und ließen sich bereits wenige Augenblicke später am Seil auf den hölzernen Steg hinunter.
Erst jetzt begann Hiob am ganzen Körper die unzähligen Schnitte und Kratzer zu spüren, die er im Kampf mit dem Rameliten davongetragen hatte. Er sah, dass auch Eliphas aus mehreren kleinen Wunden blutete und seine Rüstung recht verbeult wirkte. Auch die Beutereiter hatten ein paar Kratzer abbekommen, und einer von ihnen hatte einen gebrochenen Arm. Aber wie durch ein Wunder war niemand schlimmer verletzt geworden, und es war ihnen gelungen, mit dem Buch zu entkommen. Als sie im Laufschritt das Gebäude umrundeten, entdeckten sie eine große Gondel, die verlassen an einen Steg gebunden waren. »Die Versuchten müssen hierher gekommen sein«, stellte Eliphas fest und sprang an Bord des Bootes. »Los, wenn wir ein bisschen zusammenrücken, passen wir alle hinein.« Sie waren gerade in den nächsten Kanal eingebogen, als hinter ihnen ein dumpfer Knall ertönte. Dann folgte ein immer lauter werdendes Zischen, und eine plötzliche Welle brachte die Gondel beinahe zum Kentern. »Das muss die Glaswand gewesen sein«, sagte Eliphas mit einem Blick über die Schulter. Aber der alte Himmel von Prag war bereits hinter der Ecke verschwunden. Hiob starrte niedergeschlagen in das schwarze Wasser. »Ich hoffe nur, dass es den Engeln gelungen ist, zu entkommen.« Die Beutereiter, die Franchetta in den Himmel zurückgeschickt hatte, um Anne zu holen, hatten sich genau an ihre Befehle gehalten, und so trafen sie sich alle eine Tagesreise westlich von Prag in der kleinen Stadt Klando wieder. Eliphas war mit dem Ausgang ihrer Operation zufrieden. Sie hatten das Ordensbuch an sich gebracht und waren den Rameliten entkommen, und alle waren mehr oder weniger gesund und munter. Nur Hiobs Zustand bereitete ihm Sorgen. Seit sie die unmittelbare Gefahr hinter sich gelassen hatten, brütete der flügellose Ragolith nur noch vor sich hin. Auf dem Weg nach Kladno hatte Eliphas mehrmals versucht, ihn aufzumuntern, aber er hatte sich auf kein Gespräch eingelassen. Jetzt waren sie in einer einfachen Schenke am Rand der Stadt untergekommen. Als die ersten Beutereiter mit Anne hier Station gemacht hatten, waren sie die einzigen Gäste im Wirtshaus gewesen, und ein paar Euro hatten extra dafür gesorgt, dass das auch so geblieben war. Sie würden hier jedoch nur noch eine Nacht verbringen, ehe sie auf Nebenstraßen weiter nach Westen zogen, denn die Rameliten würden sicher bald Suchtrupps aussenden. Eliphas saß bei einem Becher Reiswein allein in der Schankstube des Gasthauses und hing seinen Gedanken nach, als Anne mit besorgtem Blick an seinen Tisch trat. Sie zupfte an seinem Hemdsärmel und wies auf die Treppe nach oben. »Was gibt es, Anne?«, fragte er. Dann stand er auf. »Ja, ist schon gut. Ich komme mit hoch.« Zusammen erklommen sie die schmale, hölzerne Stiege ins obere Stockwerk, wo sich die schäbigen Gästezimmer befanden. Die Tür zu Hiobs Zimmer stand weit offen, und Anne schob ihn hinein. »Was wollt ihr hier?«, fragte Ragolith leise. Er wirkte immer noch genauso niedergeschlagen wie vor ein paar Stunden in Prag. Anne wies Eliphas an, sich neben den Engel auf das schmale Bett zu setzen, und zog dann das Futteral des toten Ragolithen darunter hervor. Vorsichtig legte sie den grauen Beutel auf den kleinen Tisch und sah Hiob erwartungsvoll an. »Sie hat recht, Hiob«, sagte Eliphas jetzt. »Wir wollen sehen, wofür wir all diese Strapazen auf uns genommen haben.« Zögernd griff Hiob nach dem schmuddeligen Beutel. Doch als er die prächtige goldene Kassette daraus hervorzog, begannen auch seine Augen zu leuchten. Eliphas war sich nicht sicher, ob er jemals etwas Schöneres gesehen hatte. Das Einzige, was das Ding, das Hiob aus dem Beutel hervorgeholt hatte, mit den Folianten gemeinsam hatte, die er bei den Rameliten gesehen hatte, waren die Ausmaße. Ansonsten waren von Buchdeckeln, Seiten und einem Buchrücken nichts zu erkennen. Stattdessen war die rechteckige Kassette vollkommen von feinstem Maßwerk überzogen. Der Deckel sah aus wie die Miniaturfassade der prächtigsten Kathedrale. Und allein die Goldschmiedekunst musste einen höheren Wert haben als alle Schätze aus dem Besitz seines Vaters zusammen. Andächtig strich Hiob mit der rechten über die Kassette. Dann griff er noch einmal in das erbeutete Futteral und zog einen kleinen, goldenen Schlüsselbund hervor. Insgesamt bestand er aus 5 Schlüsseln, die zusammen auf eine lange, feingliedrige Kette aufgezogen waren. »Viele wertvolle Bücher werden mit einem Schloss gesichert«, erklärte Hiob, während er vorsichtig den Deckel der Kassette abtastete. »Doch dies ist das Einzige, das ich kenne, das 5 Schlösser hat.« Es dauerte eine Weile, bis Hiob die 5 winzigen Schlüssellöcher zwischen den Verzierungen gefunden hatte.
Dann hieß es, in unzähligen Versuchen herausfinden, welcher der filigranen Schlüssel in welches Schloss passte. Doch schließlich war es vollbracht. Alle 5 Schlüssel steckten, und als der Regolith sie einem nach den anderen drehte, war jedes Mal ein leises Klack zu hören. Die Spannung, die den Raum erfüllte, war fast greifbar. Hiob schien Eliphas und Annes Anwesenheit gänzlich vergessen zu haben, und auch Anne hatte nur Augen für das Buch. Dann war es endlich soweit. Nach einem kurzen Moment des Zögerns hob Hiob den Deckel der Kassette. Ihr Inneres war ganz mit schwarzem Samt ausgeschlagen und verströmte einen schwachen, metallischen Geruch. Aber es befand sich kein Buch in der goldenen Kassette. Stattdessen waren an dem Samtfutter mehrere Taschen festgenäht, sodass sie sich wie die Seiten eines Buches umschlagen ließen. Die Taschen bestanden aus einer Art durchsichtigem Kunststoff und jeder enthielt eine etwa handtellergroße, silbrig schimmernde Scheibe. »Und wo ist das Buch?« fragte Eliphas überrascht. Vorsichtig löste Hiob das Samtband, mit denen die Taschen festgebunden waren, und blätterte einige von ihnen um. Dann zog er eine der flachen silbernen Scheiben hervor und hielt sie staunend in die Höhe. »Das hier ist das Buch. Dies ist das Liber Regulitorium.« Eliphas war sich nicht sicher, was das heißen sollte. Offensichtlich waren diese Scheiben von unschätzbarem Wert, sonst wären sie nicht so gut verpackt gewesen. Aber mit einem Buch hatten sie nun wirklich nicht viel zu tun. Vielleicht hatte das Liber Regulatorium ja nur eine symbolische Bedeutung? »Ich verstehe das nicht«, sagte er zu Hiob. »Ich dachte, im Ordensbuch seien alle Geheimnisse der Regoliten verzeichnet. Deshalb haben wir doch so hart darum gekämpft. Haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, um es zu bekommen.« Hiob nickte und sah den Kompteur mit leuchtenden Augen an. »Auf diesen kleinen Scheiben hier ist das gesamte Wissen der Regoliten gespeichert. Tagebücher, Reiseberichte, die Geschichte des Ordens mehr und der Welt, Baupläne, Rezepturen, Schaltpläne und Landkarten, viel mehr, als in einem einzigen Buch geschrieben stehen könnte. All das uralte Wissen, das unser Orden über Generationen bewahrt hat, steckt in diesen Datenscheiben.« »Hast du das gewusst?« Hiob schüttelte den Kopf. »Nein, aber ich weiß, dass früher, vor der zweiten Flut, das ganze Wissen der Welt auf solchen Scheiben gespeichert war. Das gehört zu den Dingen, die jeder Regolith gelernt hat.« »Kannst du sie lesen?« fragte Eliphas neugierig. Hiob schüttelte wieder den Kopf. »Nein, leider nicht. Zumindest nicht ohne Hilfsmittel. Dazu braucht man ganz bestimmte Datenleser. Das sind Geräte, die dem Boten nicht unähnlich sind, wie Anne einen besitzt. Weißt du, wo man solche Geräte findet?« »In Trondheim gab es viele davon, aber die werden jetzt alle zerstört sein. Ich denke, sie waren zu selten und zu wertvoll, als dass sie in jedem beliebigen Kloster gäbe. Aber ich hoffe, dass es vielleicht in der Vertretung meines Ordens in Roma Aeterna noch eines gibt. Wie alle Orden haben auch die Regoliten dort eine große Abtei. Und wenn doch irgendwo ein solcher Datenleser existiert, dann dort.« »Das hieß wohl, dass sie weiter in die ewige Stadt ziehen würden«, überlegte Eliphas. »Die römischen Vertreter der Regoliten waren mit Sicherheit die einflussreichsten Überlebenden der Hüter der Technik. Sollten sie sie doch entscheiden, was mit diesen geheimnisvollen Datenscheiben zu geschehen hatte.« Hiob hatte die Scheibe gerade wieder in ihre Hülle zurückgeschoben, als es an der Zimmertür klopfte. Überrascht sahen alle drei auf und wandten sich zur Tür um. »Herein!« rief Hiob nach einer kurzen Pause, in der er die goldene Kassette hastig wieder zugeklappt und unter seine Bettdecke geschoben hatte. Es war Francetta, die die Tür öffnete. »Kompteur, wir haben Besuch.« »Wie bitte? Wozu haben wir den Wirt bezahlt?« fragte Eliphas verärgert und erhob sich. Er hatte doch die strikte Anweisung, jeden Besucher abzuwimmeln. Er trat zu seiner Rottmeisterin auf den Gang hinaus. Sie sah ihn mit festem Blick an und antwortete dann: »Entschuldigt, Kompteur, es ist mein Fehler. In dem Durcheinander unserer Flucht habe ich vergessen, euch darüber in Kenntnis zu setzen. Aber bei unserem ersten Aufstieg in dem vorsintflutlichen Gebäude in Prag ist uns ein Mann begegnet, der offensichtlich die Versuchten verfolgt hatte. In Anbetracht der knappen Zeit und der gefährlichen Situation habe ich ihn gestattet, sich uns anzuschließen. Nach unserem Entkommen aus dem alten Himmel muss er sich irgendwann heimlich wieder abgesetzt haben. Und jetzt ist er uns bis hierher gefolgt.« Eliphas sah die Rottmeisterin tadelnd an. »Was will dieser Mann von uns?«
Er hat eine Frau bei sich und sagt, sie hätte eine weite Reise gemacht, um Hiob zu sehen.